ist auch gut. So, was können wir heute? Also, ich habe heute einen Vorschlag. Also, als Menü mache ich heute Hähnchenbrustfilet mit sehr lecker Marinat, Reis Basmati und also Salate. Von Salat mache ich mit nur ganz einfach Salat mit gegrillter Paprika und Tomaten. Also ich zeige euch meine Lieblingsmarinade, weil es gibt verschiedene Marinaden mit Joghurt, mit Milch, aber meine Lieblingsmarinade, ich zeige euch. Ich habe hier die Hähnchenbrustfilet in Stückchen geschnitten, nicht so groß, nicht so klein. Für die Gewürz Salz und Pfeffer, Knoblauchpulver, Zitronensaft und Olivenöl. Olivenöl, das ist wichtig. So, dann richtig mischen und im Kühlschrank mindestens 1 Stunde bis 2 Stunden. Also, für die Braten könnt ihr entweder im Backofen oder im Grillen, also Grillgerät oder im Pfann. Bei mir, ich kann nicht reden. Also, ich koche im Pfann, das ist ganz normal. Also, und einfacher. Ich habe hier Tomaten, Knoblauch, Zwiebel und gegrillte Paprika. Für die Gewürz nur Salz und Pfeffer. Zitronensaft oder Essig. Und dann Olivenöl. Das war's. Was mache ich? Nehme ich einen Topf, ein bisschen Butter, erst nochmal schmelzen. Dann Reis. Ich habe 2 kleine Gläser. Könnt ihr 1, 3, 4, wie Sie wollen. Und dann Salz. Gießen mit Wasser, also für die Wasser 4 Gläser. Eine Sache, wenn habt ihr ein Glas oder eine Schüssel Reis, das heißt 2 Gläser oder 2 Schüssel heißes Wasser. Das war's und danach Deckel zu. Mein Essen ist fertig. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Bis nächstes Mal. Tschüss und guten Appetit.